Ich habe Höhenangst. Gewaltige Höhenangst. Aber ich würde es machen. Ich würde es machen. Wenn es rückwärts fällt, bin ich am... Okay, Freunde, ich weiß nicht, ob ihr mich hört mit der Umgebungslautstärke. Ich bin das letzte Mal mit so einem Ding vor 13 Jahren gefahren und ich habe danach gekotzt. Bitte lass nicht die Kamera fallen. Ich kann mir keine neue Kamera leisten. Ich bin ready. Kein Problem. 187, Freunde. 069, Haft. Baba. Oh, Scheiße. Die Sache ist die Leute sehen es jetzt. Denkst du, oh. Ja, wir schaffen es. Löwen. Wir sind f***ing Löwen. Oh. Mann. Hallo. Ey, der schöne See, guck mal. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich danach kotzen muss, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt auch nicht so gering. Mir geht's super. Das Leben ist schön, es könnte nicht besser sein. Die Luft macht meine ganze Fresse trocken. Wir sind bei Rock im Park 2024. Wir zeigen euch heute, was es außerhalb vom Campingplatz und Festivalgelände noch so gibt. An Attraktionen, Essenständen. Eine wilde Runde, eine wilde Fahrt. Wieso machen wir das als erstes? Seed Queen! Electric Callboy! Baby Metal, Ratata! Oh, es lässt nach! Aber da hat's doch Boxautos, Alter. Boxautos ist geil, das machen wir noch. Mir geht's relativ gut. Ich habe nur eine Motz-Pappfresse von dem Gegenwind. Das war das Schlimmste. Und ab und zu ist mein Bauch eingefallen. Ey, ich habe ja auch Alkohol getrunken. Gefährliche Sache. Liebe Freunde, wir sind jetzt gerade ein bisschen überrascht worden. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Media Center. Und dann gucken wir wahrscheinlich die Donuts so ein bisschen von der Side Stage an. Ja, mal gucken. Wird geil. Hier ist eigentlich unser Campingplatz. Wir waren um 2:30 Uhr nachts da und haben keinen mehr bekommen. Ich bin wütend. Dafür haben wir jetzt einen besseren Campingplatz. Shame on you. Wir müssen unser Bier noch leer machen. Oh, nur ich hab Bier. Gut, wir gehen rein. Vielen Dank. Wir haben einen straffen Zeitplan. Auf zum Media Center. Ist halt guten Tag. Ist halt immer das Problem, wenn Janik und Kalle so lange schlafen. Ich war um 8 Uhr morgens wach. Ich war seit 7:30 wach. Ich habe gesoffen seitdem. Chris ist vor 2 Stunden aufgestanden. Ups. Ja, kann sein. Es fühlt sich immer nach Heimat an, hier ranzulaufen. Wir rennen. Beiseite. Ja, wir kommen hier nicht so schnell durch wie gedacht. Oh. Ja, yeah. Geiler Geruch hier. Ich laufe gern dadurch. Weißt du, da fühlt man sich noch so menschlich. Wenn man so diesen Ekel verspürt, dann weiß man, die Gefühle sind noch intakt. Dieses Jahr ist schon sehr insane. So allgemein von dem, was uns vermöglicht wird. Allein die Tatsache, dass wir hier zu dritt rein dürfen. Also an dieser Stelle mal ein ganz fettes Danke an Wunderkids und Rock im Park. Dass wir zu dritt. Kalle ist hier dieses Jahr mit Kamera und für Social Media dabei. Der gute Janik ist am Film. Wir machen Toiletten-Review. Auch das ist ein wichtiger Bestandteil in Festivals. Ich konnte es nicht mehr lesen. Okay. Oh, wow. Okay. Wie war die Toilette? Mega geil. War sie sauber? Ja, zum Besten war mega. Okay, wir gehen weiter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr werdet im Laufe des Videos vielleicht eine gewisse Änderung der Stimmlage raushören. Das liegt natürlich nur daran, dass wir so viel Spaß haben und vor Freude die ganze Zeit rumrufen und rumschreien. Sollen wir ein Wassereis kaufen? Hallo? 10,5%. Ja, das ist fein. Ich würde 2 nehmen. Was willst du für 1? Wodka Lemon? Ich glaube, ich sehe mich beim Maracuja. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Freunde, ess mein Eis. Und wer wahrscheinlich nach diesem einen Eis, wie man so schön sagt, wo wir herkommen, einen aufgewärmten haben. Mal gucken, was hier noch so gibt, ne? Hätte ich jetzt den Pegel von gestern, würde ich einfach nur was rumschreien in der Menge, aber ist ja auch irgendwo unangenehm. Willkommen zu Brain Damage. Wir rauchen nachher 10 Gramm Gras und essen alles. Problem ist, hier gibt es so viel geiles Zeug, ich weiß gar nicht, was ich essen soll. Und Cocktails, aber das ist mir jetzt zu gefährlich. Wenig.
C und A oder so. Keine Ahnung, 15 Euro. Ich glaube, ich habe meine Höhenangst relativ besiegt. Und ich glaube, Rockin' Park ist dafür mit dem Riesenrad verantwortlich, weil irgendjemand mich immer aufs Riesenrad sieht. Und ich habe gar kein Thema jetzt mal mit der Höhe. Ich könnte aufstehen und auch, guck mal, wie viele, Alter. Die Armada an Leuten, die da kommen. Essen, Baby, es gibt Essen. Portion Pommes und dann ist gut. Oder noch Nudeln? Oh, Nudeln waren gestern auch geil. Eine Pommes bitte. Ich habe eine Portion Pommes. Das war ein Holländer. Boah, sind das gute Pommes. Mal, wir füttern jetzt den Chris. Wir gehen jetzt mal zu einer sehr wichtigen Non-Profit-Organisation, bei der wir auch letztes Jahr waren. Zu keinem Bock auf Nazis. Dürfen wir auch mal drehen? Was gibt's denn hier Schönes? Wir haben hier richtig geilen Merch von Fritz Cola. Vor allem geht's hier um die Fritz Cola Super Zero. Unser neues Getränk. Alle Links in der Videobeschreibung. sehr gerne, ja. Krieg da eine emotionale Liebeserklärung. An das Brett oder an eine? An unsere Cola. Cola. Ich weiß, wir hatten in letzter Zeit unsere Differenzen. Und ich weiß, dass seit dem 1. April ich auch die Zuckervariante sehr bevorzugt habe. Aber auch ich kann mich ändern. Wenn du mir die Chance gibst, können wir es nochmal versuchen. Alles, was ich jetzt vorhabe, wäre nicht für die Kamera geeignet. Ey, es ist vom Wetter her, es ist wirklich, an sich ist geil, so tagsüber ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber dadurch, dass nachts kalt ist, ich finde, da kann man schon mal die Veranstalter kritisieren, dass sie besser nach dem Wetter gucken sollen. Bitte nehmt es nicht ernst, liebe Veranstalter, das war ein Scherz. Ihr auch hier? Was habt ihr hier Schönes? Wir haben hier jede Menge geile Sachen, angefangen von Aufklebern, Infomaterial natürlich, worum es prinzipiell geht. Wunderschöne Festivalarmbänder, gegen eine kleine Spende geben wir da mal ein bisschen was raus. Und kleine Artikel, Schlüsselbänder, Klebestreifen und wunderschöne Flaggen, T-Shirts, Pullover, alles was man so gebrauchen kann. Rock im Park ist ein Festival, das einen auch körperlich, menschlich in vielen Hinsichten weiterbringt. Zum Beispiel, man kämpft gegen Ängste an. Tani, wie geht's dir mit deiner Höhenangst? Geschmeidig, Junge, geschmeidig. Was ist dein Highlight dieses Wochenende? Überleben. Ich hätte gesagt, Essenstände machen wir mit dem Mikro, oder? Damit man ASMR vom Schmatzen und alles hat. Das geht nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir fragen jetzt einen Fotografen der freien Wildbahn, was ist Ihr Highlight heute? Oh, Penis. Wir holen uns jetzt erstmal was zu essen, weil das kulinarische Angebot hier sehr ausgedehnt. Bist du dran? Ja, sehr gut. Ah, das ist heiß! Ich weiß nicht, ob ich da reinbeißen kann, Alter. Oh. Ja. Maschallah. Was nehmen Sie heute zum Essen? Nichts. Janik, was sagst du? Aber der Knoblauch ist was spannend, aber... Alter! Gemüse und so, glaube ich, bei dem vegetarischen Essen. Hi. Was machen Sie? Ich weiß nicht, ob das jetzt erwähnenswert ist, aber ich habe noch nie auf Rockin' Park so viele Leute mit Freiwilligen und Onkelhäuchen und Onkel-Shirts gesehen. Darf man ja sagen. Burger, aber das war nicht das, was ich wollte. Ah, das hier. Ich esse jetzt ein Pulled Choi Werla. Ich weiß aber nicht, wie man es ausspricht, deswegen sage ich es einfach nicht. Ein veganes. Blaukraut oder Sauerkraut? Oh, gern beides. Mischen? Ganz wild heute. Dankeschön. Yo. Super, was ich esse. Soja ist leicht zäh, aber das hast du bei Soja oft. Aber geschmacklich ist es so krank. Und ich muss danach duschen. Auf jeden Fall. Ich würde gerne reden, aber. Sie lassen die Bewegtbilder sprechen.